Das Thema der Mobilitätssession 1 lautet: Was braucht es, um die Lebensqualität in städtischen Gebieten zu verbessern und die Mobilität für die Zukunft nachhaltig zu gestalten? Die Session ist so aufgebaut, dass wir verschiedene Speaker haben, welche dann einen Kurzvortrag halten werden. Also zuerst Anne Wegmann, dann Basil Gotovanu, Christoph Masoner, Uli Müller und Timo Grossenbacher. Und am Schluss werden wir dann wieder eine Fragerunde machen, also unbedingt den QR-Code scannen, damit Sie Fragen stellen können. Und jetzt würde ich sagen, begrüßen wir Sie mit einem warmen Applaus, Anne Wegmann. Vielen Dank. Dann starte ich gerade zum Thema Open Transport Data Suisse. Vielleicht als erstes eine kurze Frage in den Raum. Wer kennt Open Transport Data Suisse jetzt schon vor dem Vortrag von Gary Wallner? Okay, das ist sehr viel. Wer hat schon Daten oder Dienste davon genutzt selbst? Auch sehr viel, sehr gut. Dann hoffe ich, es gibt trotzdem noch das eine oder andere Neue für Sie. Vielleicht zuerst ein Blick in die Geschichte, wie ist das Ganze entstanden? Es gab die Delegierte Verordnung in der EU 2017-1926 für multimodale Reiseinformationen. Diese hatte zum Ziel, den Reisenden grenzüberschreitende Reiseinformationen multimodal in hoher Qualität und durchgängig zur Verfügung zu stellen. Was dann heißt, dass Infrastrukturbetreiber oder Verkehrsbetreiber eben Daten via einen nationalen Zugangspunkt, so einen sogenannten National Access Point, zur Verfügung stellen mussten oder müssten. Das Bundesamt für Verkehr fand, so, es ist eine gute Idee, das wollen wir bei uns auch machen, und hat dann der SBB, respektive im Mandat der Systemführerschaft Kundeninformation, SKI, einen Auftrag gegeben, einen nationalen Access Point eben auch aufzubauen. Das ist dann das SKI Plus, das Plus, weil es eben auch noch einen kleinen multimodalen Anteil daran hat. Und das geht dann wiederum auf, respektive sind eben die Vorarbeiten zu dieser Modi oder Nadim, das haben wir jetzt vorhin schon gesehen, das Bild, das muss ich jetzt nicht mehr im Detail drauf eingehen, aber vielleicht einfach zur Einordnung, die Open Data Plattform, Open Transport Data Suisse und der Open Journey Planner, die sind eigentlich Teil oder werden Teil dieser Nadim sein, zusammen mit der Verkehrsdatenplattform Straße, der VDP, und im Zusammenspiel mit dem Verkehrsnetz Schweiz, das die Geodateninfrastruktur bereitstellt. Da sind wir auch im nahen Austausch mit Ihnen. Nun, wieso jetzt Open Data in der Mobilität? Die EU-Kommission hat einmal so High-Value-Datasets definiert oder identifiziert im Rahmen von mehreren Studien. Da sind Datensätze wie statistische Daten natürlich, Geodaten sind sehr wichtig, Meteodaten und eben auch Mobilitätsdaten. Diese, wenn man sie in Wert setzt, können einen großen Nutzen bringen für die Gesellschaft, für die Umwelt, für die Wirtschaft. Aber natürlich, um diese eben in Wert zu setzen, müssen sie zugänglich sein. Das heißt, es soll keine technischen oder finanziellen Barrieren geben, um diese Daten nutzen zu können. Sie müssen wiederverwendbar sein, das heißt, die Daten müssen auch mit anderen Daten kombiniert werden können, sie müssen genutzt werden können, wieder publiziert werden können in Analysen oder in Applikationen. Und sie müssen von x verschiedenen Systemen idealerweise genutzt werden können, das heißt, dort ist eben auch die Standardisierung zentral. Wenn also Mobilitätsdaten und Schnittstellen zur Verfügung stehen und man diese als Infrastruktur sieht, das haben wir auch vorhin schon gehört in der Keynote, dann können sie durchaus dazu helfen, ein Mobilitätssystem als Ganzes effizienter zu machen. Sie können dazu genutzt werden, Mobilitätsangebote gezielter zu planen oder besser auszulasten und damit natürlich auch die ganze Infrastruktur effizienter zu betreiben. Nicht zuletzt sollen Innovationen gefördert werden. Und das gelingt natürlich wirklich nur, wenn die Daten irgendwo zuverlässig offen zur Verfügung stehen. Ansonsten bleiben die Ideen in irgendwelchen Köpfen hängen oder sie entstehen eben gar nicht erst.
dann können wir mal schauen, was überhaupt heute schon alles bereitsteht. Es gibt auf der Open Transport Data Suisse gibt es schon heute viele Daten und Schnittstellen zur Verfügung. Die Fahrpläne vom ÖV stehen zur Verfügung als GTFS-Format, im HRDF-Format, HFS-Rohdatenformat. Sie stehen in einer Beta-Version auch als NetEx zur Verfügung. Also wir versuchen dort wirklich auch viele verschiedene Standards zu unterstützen. Also nicht viele, sondern einfach die wichtigsten. Es gibt IS-Daten, die auch interessant sind. Das sind die tatsächlich gefahrenen Verbindungen vom Vortag. Es gibt verschiedene Schnittstellen, den Open Journey Planner, einen Routenplaner. Es gibt Ereignisinformationen, die als Siri SX zur Verfügung stehen, Echtzeitinformationen, Sharing-Daten oder eben auch Verkehrszählerdaten von Straßenzählern. Dann gibt es auch noch weitere Daten. Es gibt erste Fahrplandaten vom On-Demand-Verkehr, also Demand-Responsive-Verkehre, nicht ÖV. Es gibt Informationen zu Park-and-Rail-Daten, es gibt Informationen zu Veloparkplätzen. Und wir sind natürlich ständig dran, dort das weiter auszubauen. Kurzer Blick, woran wir arbeiten. Ich habe es schon gesagt, das Hauptthema, also eigentlich alles, was wir tun, sind die Vorbereitungsarbeiten für diese NADIM in der Modi. Dazu gehört Standardisierung, dazu gehören Proof of Concepts, da gehört natürlich eben weitere Daten, weitere Dienste zu publizieren. Wir arbeiten auch daran, User Groups aufzubauen, da komme ich nachher noch kurz dazu. Ausblick für nächstes Jahr. Wir entwickeln natürlich die Plattform und den Open Journey Planner ständig weiter. Wir arbeiten weiter an der Standardisierung. Wir werden erste Gehversuche zusammen mit dem Verkehrsnetz Schweiz machen für Fachnetze. Die sind ja eben schon in der Realisierung gestartet nun. Da sind wir eng dabei im Austausch und wollen schauen, was wir da alles für Möglichkeiten haben. Wir werden weitere Daten versuchen zur Verfügung zu stellen, was wir kriegen. Das sind wir natürlich immer abhängig auch von den Daten um. Zuletzt die Community. Das ganze Ökosystem lebt, je mehr Leute sich einbringen, aktiv beteiligen, damit wir eben auch noch mehr Nutzen generieren, damit die Daten, die Schnittstellen genutzt werden. Da sind wir auch auf euch alle angewiesen. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr euch aktiv beteiligt. Sei dies in einer User Group, wo wir regelmäßig dann planen, Meetups durchzuführen, wo wir über neue Entwicklungen informieren, wo ihr auch eure Bedürfnisse anmelden könnt. Ihr könnt uns auch immer Feedback geben zu den Daten, zu den Schnittstellen, die zur Verfügung stehen. Das hilft uns auch, die Qualität immer zu verbessern. Daten, die euch heute fehlen, die ihr unbedingt braucht oder möchtet, bitte gebt uns Feedback. Wir sind immer froh um eine aktive Community in diesem Bereich. Wir sind heute auch zahlreich vertreten, das Team von SKI Plus. Wenn ihr irgendwelche Inputs habt, Fragen, kommt auf uns zu. Wir sind heute da den ganzen Tag irgendwo unterwegs. Vielen Dank. Oh, hallo zusammen. Ich bin Vasile Kotovanu, ich bin ein Entwickler. Ich werde heute an eine von diesen Schnittstellen, die Diane hat gezeigt. So, er heißt OGP. OGP, wer hat von hier OGP benutzt? Viele? Okay. So, hoffe nicht so neue Dinge, aber ja, ich werde weitergehen mit meinem Vortrag. So, was ist OGP Demonstrator? So, das ist eine Applikation, das habe ich gemacht vor 2 Jahren und es ist, er sollte nicht noch eine ÖV-Applikation so mit Verbindungen von A nach Z oder Abfahrten von diesem Ort zeigen. Es ist mehr für zur Demonstration von dieser Schnittstelle APIs. Oder so diese Trip Request, wie funktioniert diese OGP Trip Request oder eine Location Information Request zu zeigen auf einer Karte oder solche Sachen. Und es ist auch sehr wichtig für die Entwickler. Sie machen die Entwicklung von dieser Schnittstelle. Sie können einfach probieren, neue,
neue Flags, neue Dinge in den Code und dann zu visualisieren, so für eine richtige und schnellste Visualisierung von den Resultaten, oder? Und auch dieses Mobilitätsthema und wir können anbieten neue Mobilitätsfunktionen und ich werde in den nächsten Folien zeigen. Es ist okay, dann okay, so. Ist besser. Gut, nächste, so die Komponenten, es ist voll an Open Source Produkten gemacht. Es ist mit, so diese SBB Angular Library, so von für Websites Entwicklung und auch mit TypeScript, so mit diese JavaScript. Nochmal, es ist für die Entwickler ein bisschen schneller zu starten, zu entwickeln. So darum haben wir diese TypeScript Library anbieten. So diese sind die Components, so zwei große Components, eine Type, eine SDK und den GUI, das haben, es ist hier oben, ihr könnt den einfach sehen. Am nächsten, okay, Features, so es gibt verschiedene Features, so Verbindungen von A nach Z, aber auch zum Beispiel, wie funktioniert eine Multimodal Trip Request, was heißt dieses so? Mit einem eigenen Auto von meinem Haus nach Zürich zu gehen. Ich kann visualisieren, aber auch mit einem Stopp in den Bern und dann mit dem ÖV weitergehen. Das kann ich mit dieser Applikation zeigen. Nochmal, wenn der Entwickler hat diese Funny oder ja, so diese große XML und sie wollen direkt visualisieren, Sie können einfach hier werden und dann in der Applikation zu zeigen. Und nochmal, wir haben auch neue Schnittstelle entwickeln, so vielleicht diese, Series 6, es ist die Störungen in der Schweiz, in der ÖV-Schweiz und wir können diese anzeigen. Okay, so was ist next? Am nächsten Schritt für diese Applikation. So jemand kann PRs machen oder ja, neue Features to request, einfach eine Ticket an GitHub offen. Auch Mobility Features, so wir wollen neue Use Cases zu visualisieren, oder? Und auch die Preise, so von A nach B, wir möchten gerne so Preisen oder was kann On-Demand-Mobility zu zeigen und solche Sachen. Okay, das war alles, denke ich, und ja, ich bin fertig. Danke. Ja, willkommen. Grüße euch miteinander. Mein Name ist Christoph Masone, ich bin kein Entwickler. Ich bin Pionier, Nutzer. Wir haben eine Dienstleistung seit 25 Jahren im Betrieb, die schweizweit funktioniert. Die Idee zu dieser Dienstleistung, das ist schon lange her, das war in den 80er Jahren. Ich möchte kurz auf die Netzwerke eingehen, ich möchte kurz unsere Plattform vorstellen und dann vielleicht auf das Sachthema, was OJP uns tagtäglich hilft, unsere Dienstleistung gut rüberzubringen. Ich war Anfang der 80er Jahre in London und war recht begeistert von der Tube, U-Bahn London, ihr kennt das. Ich habe da meine ersten Erfahrungen gehabt, Kursbuch, Fahrpläne, die da ausgehangen werden und damals habe ich nicht gewusst, dass ich heute hier stehen werde oder dass ich auch diese Unternehmung SwissConnect gründen werde. Ich bin dann Ende der 80er Jahre in die Schweiz gekommen und was mir sofort aufgefallen ist, super Dienstleistung auf der Schiene. Pünktlichkeit, Schweizer Uhren, Schweizer Schiene, das war für mich ein Erlebnis, auch wenn der Gary Balmer vorher gesagt hat, dass die Österreicher heute mit Daten voranstehen. Ja, ich bin auch heute noch Fan von der Schiene. Vielleicht zum Vergleich, London hat doch ein begrenztes Netzwerkvolumen,
zur Verteidigung der SBB. Das Schienennetz wächst und wächst, oder? Die Anforderungen wachsen und das muss auch qualitätsmäßig eingehalten werden. Was dann passiert ist, ich war Anfang der 90er Jahre als Velokurier unterwegs und habe eigentlich gleich gedacht, wir Velokuriere, wir stehen eigentlich in der Stadt, in der Agglomeration, alles was weitergeht, wird für uns schwierig sein. Und wir haben dann eigentlich mit den Velokurieren zusammen und mit weiteren Taxi- und Kleinkurierdienstfirmen ein Netzwerk aufgebaut, haben dann sukzessive die Schienenpartner dazugenommen und das war dann SwissConnect. Ich habe ja beschrieben, dass unsere Fahrgäste keine Hände, keinen Kopf, keine Füße haben. Also wir transportieren keine Personen, wir transportieren Dinge, die für ganz viele Firmen da in der Schweiz tagtäglich aller Minute die Wertschöpfungskette unterstützen. Damit das ein bisschen klarer wird, spiele ich jetzt einen kurzen Film. Der Ton fällt. Zum Glück haben wir einen Untertitel für die Leute, die nicht sehen können. Auch unsere Dinge, die wir transportieren, die sehen nichts, die hören nichts. Dafür können Sie den Untertitel mitlesen. Ja, die Schweigeminute ist vorbei. Ich darf wieder weitererzählen. Ich glaube, für alle ist jetzt ein Eindruck, was wir machen. Nochmal kurz wiederholt, die Fahrradboten haben mit dem Velo angefangen, dann war diese Mobility, dann war diese Verbindung zur SBB. Dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist aber immer auch mit einer sozialen Komponente verbunden gewesen. Ich glaube, in aller Munde sind diese Sharing-Logistikunternehmen, die eigentlich diese Nachhaltigkeit auf dem Rücken der Mitarbeitenden austragen. Für uns ist völlig klar, so ein Dienst in der Nachhaltigkeit muss auch mit ordentlichen Löhnen verknüpft sein. Wir haben zusammen mit der Postcom einen Gesamtarbeitsvertrag ausgehandelt. Und auch wenn diese CO2-Zertifikate im Moment in Verruf geraten, wir sparen doch alljährlich eine ganze Ecke von CO2 und werden das auch weiter tun. Nachdem ich euch kurz unser Unternehmen vorgestellt habe, komme ich eigentlich auf unsere Plattform-Software zu. Wir nennen die zentrale Desktop-Plattform Matilda, weil sie uns eigentlich hilft als beistehendes Element. Wir haben daneben auch noch andere Applikationen wie die Elodie. Die Elodie hilft den Kurierinnen an der Front, am Perron, zielgenau die Dinge abzuholen. Und ob das jetzt der Fahrplan, das Gleis, der Sektor ist oder die Position, damit können unsere Mitarbeitenden schnell und reaktiv handeln. Das schaut dann so aus. Man sieht rechts dieses Applikationsfeld, wo diese Aufträge dargestellt werden. Dort sind alle Informationen, die eine Velokurierin braucht, um zielgenau zu agieren. Was für uns wichtig ist, da kommt jetzt OGP ins Spiel, dass Verspätungen in Echtzeit angezeigt werden, Gleiswechsel. Ja. Wir haben auch Probleme, seit wir den tollen Bahnhof in Zürich haben. Sie wissen alle, Kopfbahnhof, dann S-Bahn-Bahnhof, dann Tiefbahnhof.
Das ist dann ziemlich challenging, wenn die Züge verspätet sind, dass der Mitarbeitende von oben nach ganz unten oder wo auch immer hinkommt. Und da brauchen wir wirklich diese Informationen, auf welchem Gleis wann das passiert. Hier ist so ein Beispiel. Hier kommt ein Zug aus Baden, fährt dann nach St. Gallen. Das Gleis wird angegeben. So toll die neuen Züge, die neuen Rollmaterial der SBB sind, sie sind sehr lang. Also ein Ceruna hat gut 200 Meter, der Fernverkehr Dostock 400 Meter und Sie können sich das vorstellen, dass eine Umladung, ein Ding von einer anderen Stelle zu bringen, Zeit braucht, oder? Und diese Zeit können wir nur gut einhalten, wenn uns diese Daten wirklich in Echtzeit geliefert werden. Hier habe ich noch ein Beispiel, was tagtäglich passiert. Hier ein Umlad von Luzern nach Solothurn. Die Umladezeit mit 5 Minuten ist schon knapp bemessen. Wenn der Zug dann 2 Minuten Verspätung hat und ganz unten sehen Sie noch, was wir transportieren. Das ist ein Paket 80x50x50 in 3 Minuten von Gleis 5 auf Gleis 18. Da wird jeden Tag wirklich tolle Arbeit geleistet und unsere Kundinnen und Kunden merken eigentlich von diesen Verspätungen nichts. Ja, um was geht's? Sie sehen hier kurz 2 Bilder aus der Matilda. Ganz rechts sehen Sie eine E-Mail-Information zu einer Zugverspätung. Wir arbeiten immer noch mit E-Mails. E-Mails lesen, übertragen, das ist für uns mühsam. Diese Informationen, Sie haben es gesehen, alle Minute wirklich dorthin zu bringen. Also wir wünschen uns schon, dass vielleicht dann wirklich diese Daten für uns noch direkter bei uns hereinkommen könnten. Ganz spannend für uns ist natürlich, im Moment bilden wir Zugnummern ab. Ein Beispiel von letzter Woche, Sie haben es vielleicht mitbekommen, ein Streckenunterbruch, ein gewisses Chaos hat stattgefunden. Zugnummern wechseln, wenn Sie an einem Bahnhof für einen anderen Kurs eingesetzt werden. Und diese Zugnummern sind eigentlich nicht sofort verfügbar. Und das macht für uns unheimlich schwierig, dann nachzuverfolgen, wo unsere Sendung dann hingeht. Was hingegen eindeutig ist, ist die Wagennummer. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass wir von OJP diese Wagennummer bekommen könnten, weil wenn wir mit unseren Partnern von den SBB diskutieren, ist für sie schwierig herauszufinden, welche Zugnummer jetzt aktuell ist, aber die Wagennummer hätten sie. Also da haben wir sicher noch Möglichkeiten, unsere Dienstleistung zu verbessern. Und wenn wir träumen dürften, wünsche ich mir die digitale Übergabe. So viel zu digital, dass unsere Sendungen, unsere Boxen einfach selber sagen könnten, ich bin jetzt im Wagen sowieso, ich bin wieder raus. Ja, wenn noch die Push-Nachrichten dazukommen könnten, dass wir schneller auf Ereignisse reagieren könnten, dann wären wir auch noch sehr zufrieden. Danke. Ja, herzlich willkommen alle hier bei DINACOM. Ich begrüße euch herzlich zu dem Vortrag Open Source, zuverlässige Reisendeninformation. Das war der vorgegebene Titel und ich möchte einfach ein paar einzelne Gedanken präsentieren, weil wir uns eigentlich schon lange mit Thema Open Source, Open Data beschäftigen. Vor ein paar Tagen hat mir der Jean-Baptiste Marie eigentlich eine super Vorlage geliefert. Er betreibt die Plattform 1, 2, 3. Und nutzt auch Open Data und er stellt die Frage, warum eigentlich die neue Fahrplanauskunft der SNCF 25 Millionen Euro gekostet hat, während seine Plattform nur 52 Euro kostet. Ich weiß nicht, wie er auf die 52 Euro kommt, aber es ist doch ein super Einstieg, wenn man so gegenüberstellt, wie sieht eigentlich klassische, offizielle, multimodale Auskunft aus, wie ist die aufgebaut und was sind für alternative Möglichkeiten da. Ich bin ein bisschen unpräzise, im Titel steht Open Source, ich vermische das aber ganz bewusst mit Open Data. Es geht einfach darum, so ein paar Spotlights zu setzen, zusammengefasst zu Alternativen, zu den ganz offiziellen Angeboten, häufig auch zu Angeboten, die geprägt sind durch eine große Prise Idealismus und die immer so ein bisschen was Disruptives auch an sich haben.
Wir selbst arbeiten schon sehr lange mit Open Data aus dem Mobilitätsbereich. Wir waren da recht am Anfang mit dabei, als die ersten Fahrplandaten der SBB veröffentlicht wurden und eine Anwendung, die wir seit bald 10 Jahren betreiben, was auch unsere bekannteste Anwendung ist, ist eigentlich dieser Echtzeit-Tracker. Es ist kein kommerzielles Produkt, sondern mehr eine Demo, was eigentlich möglich ist, wie die Verfügbarkeit auch von öffentlichen Daten aussieht. Was wir hier machen, dass wir eigentlich weltweit Fahrzeugpositionen anzeigen. Über 700 Verkehrsunternehmen sind hier drin, die natürlich alle automatisch integriert werden. Und wenn man im richtigen Moment hinschaut, dann wuseln da 60.000 Fahrzeuge gleichzeitig herum. In der Regel sind es offene GTFS-Daten, sind aber auch andere Schnittstellen, die hier implementiert sind. Eben, das ist eine nicht kommerzielle Anwendung, aber ein gewisser Bedarf besteht da doch. Da haben wir jetzt seit bald 10 Jahren jeden Monat 50.000 Besucher, die sich das anschauen. Es ist auch keine Reisendeninformation, das ist völlig klar. Es ist ein Leistungsausweis, ein bisschen für uns, aber auch für die Bahnunternehmen, einfach zu sehen, was der öffentliche Verkehr eigentlich für ein Angebot macht. Die SBB nutzt das System auch, um ihre Pünktlichkeitskarte auf der Basis darzustellen. Das war bei uns so ein bisschen der Einstieg zu Open Data. Wir können aber sagen, dass Open Data bei uns wirklich eine ganz zentrale Grundlage für unser Geschäftsmodell ist. Wir haben nicht ein einziges spezifisches Produkt, das auf Open Data beruht, sondern einfach sehr viele Dinge. Aber sehr vieles wäre einfach nicht machbar, wenn wir keinen Zugriff auf öffentliche Daten hätten. Eben der Tracker ist schon erwähnt, Stationsdatenbanken, wo wirklich dann aus ganz Europa auch versucht wird, Stationen zusammenzuführen, zu matchen, was ja immer eine ziemlich knifflige Aufgabe ist. Karten, die wir damit erstellen auf Basis von OpenStreetMap, die aber angereichert sind, natürlich auch mit spezifischen ÖV-Datenquellen. Das ist auch die Kartengrundlage, die die SBB jetzt in ihren Apps verwendet. Georouting, wir rechnen Netzpläne auf der Basis, was man hier beispielhaft für die SOB sieht und können das dann auch nutzen, um auf der Basis von Karten und Netzplänen auch thematische Karten zu erstellen. Also man sieht, dass unsere Firma hängt in dem Bereich öffentlicher Verkehr sehr, sehr stark von Open Data ab. Der Titel von dem Vortrag ging in Richtung Reisendenauskunft, deswegen habe ich das doch auch nochmal aufgegriffen. Gibt es eigentlich eine perfekte offene Reiseauskunft? Vasile hat auch schon extra durchgeschrieben, bitte nicht noch eine ÖV-App. Der Meinung bin ich also absolut auch. Es gibt extrem viele Verbindungs-Apps auf dem Markt. Ich finde, man findet wenige, die wirklich gut funktionieren. Ich denke aber, dass sie auf jeden Fall einen extremen Wert haben, weil sie eigentlich diese Entwicklung, dass immer mehr Daten öffentlich gemacht werden, durchaus auch getriggert haben. Also was man hier jetzt beispielhaft sieht, was momentan auch nicht so richtig klappt, ist eine Anwendung aus Deutschland, Stadtnavi nennt sich das, die doch ganz wesentlich dazu beigetragen haben, einmal Überzeugungsarbeit zu leisten, wo sind eigentlich öffentliche Daten sinnvoll, wo kann man die auch gerade für eine intermodale, multimodale Auskunft nutzen. Ich glaube, gerade auch im Bereich multimodale Auskünfte haben diese Apps sehr viel beigetragen, einfach Ideen geliefert, was man eigentlich machen könnte, wenn entsprechende Open Data verfügbar wären. Auch im UI, finde ich, gibt es da immer gute Ideen. Das waren eigentlich auch die Apps, die ganz am Anfang Karten integriert haben, was für uns natürlich immer ein ganz großer Pluspunkt da ist. Da haben die offiziell inzwischen auch nachgezogen. Eben die Anwendung ist aber leider doch oft ernüchternd. Häufig sind sie regional limitiert, die Datenpflege wird vernachlässigt und in aller Regel fehlen eben auch die Buchungsmöglichkeiten. Genau vor dem Hintergrund so ein paar Stichpunkte, was eigentlich sicher Bedingungen sind, um Open Data auch erfolgreich nutzen zu können. Eben nicht noch eine Auskunfts-App bauen, die alles kann, die intermodal auf der ganzen Welt routen kann. Da braucht es dann, glaube ich, schon ein größeres Geschäftsmodell dahinter, um sowas langfristig am Leben halten zu können, sondern wirklich fokussieren. Der Vortrag vorher, Swiss Connect, fand ich da ein super Beispiel, wo man wirklich ganz gezielt einfach für den einen Anwendungsfall, wie können Velokuriere ihre Pakete transportieren, Open Data nutzt. Wir sind hier im Open Source Umfeld, aber ich denke, es ist völlig klar, wenn man Anwendungen in der Richtung entwickelt, darf der kommerzielle Nutzen nicht vergessen werden, um einfach die langfristige Datenpflege vor allem auch sicherzustellen, die Wartungsarbeiten. Wenn man daran denkt, dann kann man sicher hier einen Rocket Start im Bereich öffentlicher Daten im öffentlichen Verkehr erreichen.
Zum Abschluss nutze ich die Plattform doch eben auch nur, so meine Sicht zu formulieren, welche Wünsche an die Anbieter offener Daten bestehen. Ich finde es sehr wichtig, dass man versucht, aus einzelnen Bereichen, sei es Carsharing oder Mietvelos oder was auch immer, dass man hier versucht, möglichst vollständige, hochqualitative Daten bereitzustellen. Das scheint mir häufig wichtiger, als zu versuchen, in allen Bereichen jetzt Daten zu liefern. Was auch bei Gary Balmer vorher gesagt wurde, es wird versucht, nicht nur die Technik aufzubauen, sondern wirklich auch Netzwerke aufzubauen. Das scheint mir auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe das hier zusammengefasst unter Delegieren statt Zentralisieren. Vielleicht ist häufig einfach auch wichtiger, dass man die Owner von den Daten enabled, dass sie wirklich ihre Daten auch publizieren, denen auch technischen Support gibt, vielleicht auf deren Seite auch dahinter steht, dass sie gewisse Schnittstellen schon entwickeln können, als jetzt zu versuchen, alles zuerst auf einer zentralen Plattform zusammenzufassen. Weil ich denke, der Wunsch, alles vor allem zentral bereitzustellen, der skaliert einfach auch nicht so richtig mit, wenn immer mehr kleine, diverse Mobilitätsdienste zur Verfügung stehen. In ähnliche Richtung geht der nächste Punkt. Dann werde ich jetzt vielleicht ein bisschen Kopfschütteln ernten, aber so aus Sicht von einer Entwicklerfirma würde ich mal behaupten, die ganz genauen Datenformate und die ganz genauen Schnittstellen sind so ein bisschen zweitrangig. Gebt uns einfach die Daten und wir sind dann schon in der Lage, was Gutes draus zu machen. Also verwendet nicht so viel Zeit auf Standardisierung und lange Konzeptionen für die Schnittstellen. Vorletzter Punkt, Ansprechpersonen benennen. Auch extrem wichtig, das funktioniert bei Open Transport Data auch sehr gut. Da habe ich vorgestern Abend einen Fehler gefunden. Gestern Morgen kam dann schon von Christine die Antwort rein. Sowas ist natürlich sehr cool und das ist extrem wichtig, um solche Daten wirklich auch effizient einsetzen zu können. Und dann last not least, die große Bitte, einfach schnell umzusetzen. Verkehrsnetz Schweiz beginnt jetzt, Modi, Nadim kommen hoffentlich bald. Es wäre einfach schön, wenn man wirklich, wie es ja auch schon angedacht ist, sehr schnell erste Ergebnisse bekommen kann, dass wir uns hier im Open-Data-Bereich nicht lange mühsam den Berg hochwinden müssen, während wir an anderer Stelle vielleicht von anderen überholt werden. Vielen Dank. Eben die letzte Folie war vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen kritisch, aber ich möchte vor allem so zusammenfassen, ich finde es genial, was Open Transport Data Swiss macht, welche Daten da zur Verfügung stehen und wie sich das auch in den letzten Jahren wirklich weiterentwickelt hat. So, ich bringe jetzt noch die Anwendersicht rein. Bitte, genau, vielen Dank. Und zwar interessiere ich mich für Nachtzüge. Wer hat in diesem Jahr schon mal einen Nachtzug benutzt? Ja, etwa ein Drittel. Ich denke, nächstes Jahr werden es wahrscheinlich mehr sein, weil Nachtzüge erleben ein Revival. Das merkt man, sie sind klimafreundlich, sie sind toll, sie sehen gut aus, es ist, man schläft aus, man kommt entspannt an und so weiter und so fort. Aber hinter der Fassade sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Es gibt Infrastrukturprobleme und es gibt aus meiner Sicht auch ein großes Problem in der digitalen Infrastruktur. Wer schon mal Nachtzüge gebucht hat, aus der Schweiz heraus bei der SBB, der kennt vielleicht das. Ich habe vor etwa 1,5 Jahren zum ersten Mal seit langem wieder so einen Nachtzug gebucht nach Amsterdam und dann fiel mir wirklich die Kinnlade runter. Ich dachte so, warte mal schnell, welches Jahr haben wir jetzt? 2022 oder ist es doch eher 1995? Auf jeden Fall war bis vor kurzem das Interface bei den SBB noch so, wenn ich da eine Verbindung finden will, gut, hier kommt mal noch die Fehlermeldung, aber das hat einen anderen Grund. Wenn ich da eine Verbindung finden will und schauen will, hey, hat es noch Plätze im Schlafwagen? Ich bin ein bisschen eitel, ich reise gerne alleine, ohne Zimmergenossen und dann bin ich immer interessiert in den Single-Abteilen und die sind natürlich schnell ausgebucht. Aber um jetzt herauszufinden, an welchen Daten es da noch Plätze hat, muss ich mich endlos rumklicken. Dann muss ich meine Daten angeben, ob ich einen GEA habe oder einen Halbtags und so weiter. Und erst nach vielem Klicken und langem Warten, ich spule jetzt ein bisschen nach vorne, weil das dauert ohne Übertreibung 30 Sekunden, bis da endlich eine Antwort kommt vom Server, erfahre ich dann endlich, ob es noch freie Plätze gibt. Das war gestern,
Heute sieht es so aus, ein bisschen schöner, ein bisschen mobilfreundlicher, aber ihr seht es vielleicht, das Video, ihr seht es nicht, aber das Video dauert auch 1 Minute 46 Sekunden. Das ist das neue Interface, damit kann ich auch Nachtzugtickets recherchieren, aber ja, ähnlich kompliziert, bis ich ein Resultat habe für ein einziges Datum. Zwischenzeitlich muss ich dann hier noch meine Adresse, meine E-Mail-Adresse, mein Name, mein Geburtsjahr und so weiter eingeben, bis ich dann endlich erfahre, ob es an meinem gewünschten Datum noch Tickets hat. Da dachte ich mir aus purem Eigennutz, weil ich pendle regelmäßig nach Amsterdam, weil meine Partnerin dort wohnt, und wie gesagt, ich bin Fan von Nachtzügen, aus purem Eigennutz habe ich dann gedacht, das kann es nicht sein, ich mache was Eigenes, ich hole mir die Daten von diversen Plattformen, von den SBB, aber auch von den ÖBB, und baue mir so ein System, das mir eine Excel-Tabelle rausspuckt mit Angeboten. An welchem Tag gibt es noch was? Und dann irgendwann, nach ja, etwa einem Jahr Entwicklungszeit, das waren grob so 300-400 Stunden, habe ich mir dann gedacht, eigentlich ist das etwas, was nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für die Öffentlichkeit interessant ist. Und habe dann im Juni oder im Juli diesen Jahres habe ich dann die Plattform gelauncht, nightride.ch, und habe auch sehr viel positives Echo gekriegt, auch Medienaufmerksamkeit. Und da ist anscheinend ein großes Bedürfnis. Also das ist überhaupt nicht multimodal und all diese Schlagwörter, wie es vorhin erwähnt wurde. Es ist auch nicht Open Source oder zumindest noch nicht, das kann ich gleich sagen. Aber es ist ein großes Bedürfnis, weil diese Nachtzugbucherei einfach unglaublich kompliziert ist und weil es eben eine beschränkte Platzzahl hat. Wie funktioniert das? Ich mache Scraping, sprich bei der SBB war das bisher ein eher aufwendiges Verfahren, so wirklich klassisches Scraping mit HTML, Parsen und so weiter. Bei den ÖBB ist es ein bisschen einfacher, die haben so eine versteckte API. Ich denke, beim künftigen SBB-Interface, das habe ich noch nicht implementiert, das ist auf einer langen To-Do-Liste, kann ich dann vielleicht auch so auf eine versteckte API gehen, um die Daten zu holen. Ich mache das einigermaßen intelligent, damit ich diese Websites nicht in die Knie zwinge, also das sowieso nicht, aber die Last ist relativ tief. Man muss auch sagen, ich wurde jetzt in 1,5 Jahren noch kein einziges Mal geblockt. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendein Problem darstellen würde. Und dann habe ich verschiedene Caching-Layer, wodurch dann eben die Infos super schnell an den Client, also an das Frontend, an nightride.ch ausgeliefert werden. Das ist auch so ein bisschen das Verkaufsargument. Es soll schnell sein und es soll einfach sein, herauszufinden, wann es Tickets gibt. Wie gesagt, es ist nicht Open Source. Vielleicht ist auch noch ein kommerzieller Gedanke dahinter, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht im Moment. Ich mache das auch absolut nebenberuflich oder ehrenamtlich, sage ich jetzt mal. Aber es ist durchaus eine Option, gewisse Teile des Systems dann Open Source zu machen, vielleicht die Scrapers zum Beispiel. Noch kurz zu den Herausforderungen. Jeder, der schon mal einen Scraper geschrieben hat, weiß, das ist extrem fehleranfällig, das ist unzuverlässig. Gerade gestern hat die ÖBB wieder irgendwas geändert bei der Authentifizierung bei ihrem System auf nightchat.com, und dann musste ich diesen Bug fixen. Und in dieser kurzen Zeit kamen dann keine neuen Angebote rein bei mir. Es gibt natürlich offene Fahrplandaten, wir haben das gesehen. Es gibt auch Bestrebungen, so das Nachtzugangebot in eine spezifische Dateninfrastruktur reinzubringen auf europäischer Ebene, damit das einfacher zugänglich ist. Aber was es, soweit ich weiß, nicht gibt, sind Angebotsdaten. Wann gibt es freie Plätze, wie teuer sind die? Also das sind wir aus meiner Sicht noch nicht so weit. Und der Wunsch wäre klar, dass man sich da international oder zumindest europäisch so auf einen Standard einigen würde, damit dann eben Dritte mit diesen Daten Apps bauen können. Denken wir ans Fliegen, es ist absolut einfach, einen Kurzflug oder einen Kurzstreckenflug nach Amsterdam zu buchen. Ich kann auf Skyscanner gehen, in der Sekunden oder auch Google Flights, dann weiß ich, ja, hier habe ich das günstigste Angebot, kann ich in der fünf Minuten buchen, zack. Mein Wunsch wäre, dass so etwas auch bei Nachtzügen möglich ist, weil solange wir das nicht schaffen oder solange die
ich sage jetzt mal, die öffentlichen Transportunternehmen das nicht fertigbringen, werden Nachtzüge oder auch grundsätzlich Langstreckenzüge werden im Vergleich zur Fliegerei ein Nischenangebot bleiben. Für Night Ride sieht es so aus, ich möchte mich auch auf europäischer Ebene stärker vernetzen, ich möchte mich insbesondere natürlich mit der Open Data Szene noch wieder besser vernetzen, um diese Daten stärker zu nutzen und auch Daten von Night Ride zurückzugeben in einem offenen Format und dann natürlich kontinuierlich ausbauen. Es gibt mittlerweile private Anbieter wie European Sleeper, die eine Strecke zwischen Brüssel und Berlin anbieten, die möchte ich integrieren, so damit es dann wirklich so ein bisschen Richtung Skyscanner für Nachtzüge geht. Genau. Das wär's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.